Ja, hallo liebe Landratten, zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships! Und da hat der alte Steven uns mal begrüßt in der USS Alabama, dem Tier 8 Schlachtschiff der Amerikaner. Just Golden hat das Ganze eingeschickt, vielen lieben Dank an der Stelle. Jetzt schauen wir mal, was er hier imstande ist zu leisten. Die ersten Torpedos sind hier im Wasser. Die ignoriert er jetzt erstmal. Und jetzt schauen wir mal, was er mit der Graf Spee machen kann. Denn das ist sein erklärtes erstes Ziel. Aber da hat leider nur eine Granate für 3462 getroffen. Das ist noch nicht so viel. Da muss natürlich jetzt mehr kommen. Ah, die waren wir leider auch ein bisschen unpräzise, jetzt nicht vom Aiming von seinem her, sondern die Granaten selber wollten da einfach nicht das Ziel so treffen. So, jetzt wird hier gekuschelt mit der Tierpitz, aber alles halb so wild, das kostet kaum Hitpoints, das passt. Jetzt will er aber erstmal die Graf später wegmachen. Hat auch nur noch 2900 Hitpoints, 2700 und ja. Da ist das First Blood und da macht er sogar eine Zitadelle. Wobei die Zitadelle, die ist natürlich ein bisschen für einen Poppes, denn wirklich bringen tut die dann halt leider nichts mehr. Aber egal, für die Stats schaut es gut aus, dass man halt eine Zitadelle gemacht hat. So, Algerie. Jetzt scheint erstmal seine Jagd den Kreuzern da zu gehen. Oh, der dreht schön weg. Ah, schöner Treffer, 18.340 Damage mit einer Zitadelle, sehr fein gemacht. Und die hat natürlich im besten Augenblick noch rüber gezielt, so als ob sie gesagt hat, hier, bitte triff mich, mach die Zitadelle. Und jetzt die Algerie, da schon sein zweiter Kill. 25.000 Damage gemacht, zwei Kills. Das ist zumindest mal sehr effektiv. Ah, der war leider nicht wirklich so, dass man gesagt hat, der hat was gebracht, diese Salve. Denkt er sich auch und denkt sich, nee, doofes Ziel, ich jetzt schieße jetzt aber jemand anders. Was, wen gibt's da? Oh, doch, keinen anderen. Muss er doch leider wieder auf die Schlachtschiffe gehen, vielleicht jetzt auf die New Mexico ein bisschen glücklicher. Und in dem Fall alle ins Wasser gesammelt. Keinen einzigen Hit, beziehungsweise keinen einzigen Damage landen können. In dem Fall jetzt 4000 Damage. Ja, war jetzt nicht schlecht, aber natürlich muss da jetzt schon mehr kommen. Aber der Gegner, der haut hier auch nur ab. Der hat hier irgendwie gar keinen Bock auf ihn. Da ist aber natürlich einiges an Schiffen um ihn rum, muss man ganz klar sagen. Eine Pensacola, North Carolina. Drüben hier
die Liende und die Fupupuki unterwegs. Im Hinterhalt noch die Bayern. Also das ist jetzt schon geballte Feuerkraft. Und der Gegner, der denkt sich natürlich auch, ne, darauf habe ich mal gar keinen Bock. Da fahre ich mal lieber weg. So, die Bismarck, die liegt jetzt schön. Die kann er jetzt mal richtig Volley nehmen. Da muss er nur aufpassen, dass er nicht zu weit reindreht. Schauen wir mal, was die Granaten so anstellen. Oh, die schauen nicht schlecht aus. Ah, 1300. Heidewitzka, die haben gut ausgesehen. Das war ganz schön viel Aufwand für 1300 Damage. So, Beschusswarnung ist aktiv. Die Colorado, die hat ihn jetzt hier im Feuer. Aber gut, auch das waren Gott sei Dank nur knapp 4000 Schaden. Also auch da nicht weiter dramatisch. Die Runde ist noch unfassbar eng. Beide Tickets sind gleich. Beide haben exakt die gleichen Schiffe abgeschossen. Zwei Kreuzer und ein Zerstörer. Also von dem her kann hier noch von gar keiner Tendenz die Rede sein. Jetzt muss er aufpassen, dass er jetzt nicht auf die Insel auffährt, aber das läuft. So, Miyoko jetzt. Die könnte eigentlich ganz leicht abfrühstücken, aber doch, er geht auf sie. Weil die Mars da nicht drauf schießt, wobei ich das ja auch von der Mars nicht verstehe. Da will ich sofort instant drauf gehen auf diese. Das ist ja ein so schöner Kill. Der liegt ja schon portionsbereit davor. Oh nee! Das gibt's nicht. Portionsbereit auf dem Teller, wollte ich sagen. Aber hier, selbst er schafft es nicht, mit einer Granate jetzt die Miyoko zu versenken. Jetzt muss er da echt nochmal drauf schießen. Hat jetzt hier seine Heckgeschütz nochmal ausgerichtet und dementsprechend, die könnten sitzen, die müssen sitzen und die sitzen im Wasser. Das gibt's doch nicht. Miyoko hat hier mehrere Leben wie so eine Katze. Aber jetzt macht's die Mars, ja. Jetzt ist es da durch. Und jetzt kann er wiederum auf die Bismarck gehen. Die Bismarck jetzt sehr schön. Ganz schöne Distanz mit unter 10 Kilometern. Und da 8200 Damage, auch wieder hier, das, na, naja gut, okay, da waren noch 4400 nachgesetzt, damit waren es dann doch 12k, damit kann man sagen, das war eine erfolgreiche Salve. Hätten die vier nicht gesessen, hätte ich gesagt, so semi. Vielleicht schafft das jetzt nochmal ein bisschen besser, die zu platzieren und dann kann er nämlich jetzt hier auch die Bismarck rausnehmen. Aber da muss natürlich jetzt mal eine schöne Salve kommen. 4000 und 5600. Also wieder nicht so viel, wie ich es mir jetzt wünschen würde von ihm. Und in dem Fall kann er auch leider sich hier wieder den Kill nicht sichern. Und klar, am Ende des Tages will man auch sich die Krake irgendwo holen. Und mit diesen Hits klappt es halt immer nicht. Jetzt, wir sehen nach wie vor zwei Kills. 63.000 Schaden ist okay. Aber ich verspreche euch, da kommt noch was. So, jetzt vielleicht auf die New Mexico. Die ist da nämlich ganz, ganz langsam. Zielt aber auf ihn hier. Da muss er jetzt auch aufpassen, dass er jetzt nicht hier plötzlich vom Jäger zum Gejagten wird. Aber die könnten jetzt schön kommen. Kommen jetzt runter und setzen dafür 44.000 Damage den Hit. Das war so einer, den ich sehen will. Schöner vernichtender Schlag. New Mexico. Tschüssikowski. Und er schreibt auch nur LOL. Das verstehe ich. Davor hat so irgendwie gar keine geklappt und da die Salve war einfach ein Träumchen. So, mittlerweile ist das Pendel zugunsten seines Teams da ausgeschlagen. Jetzt die Colorado, aber auch hier kommt so das alte Pech wieder zum Tragen.
Wie gesagt, er braucht auf jeden Fall jetzt noch zeitnah einen Kill, wenn er sagt, er will die Krake sich holen. So, und jetzt fährt er auf jeden Fall nicht mehr so breitseitig, sondern er fährt hier deutlich schräger an, dass er eben jetzt nicht mehr so viel Damage schluckt. Das ist sehr smart. Schöner Treffer, der war gut. Für 11.600. Nochmal so einen und er kann sie wegmachen, muss aber auch nach vorne auf die Leander aufpassen, weil ihr seht, die Leander, die fahrt hier auf die Insel auf, können aber noch jeden Moment rüberziehen. Also, da ist noch Gefahr da. Davon. So, Colorado vielleicht jetzt die letzte Salve Richtung Colorado. 5-9. Und jetzt sieht man die Mars. Die will ihn hier smoken. Schreibt auch Beware of Leander's Torps. Also von dem her sehr teamdienlich, was jetzt hier die Mars machen will. Hört die hydroakustische Suche nämlich an. Und wie gesagt, hat gesagt, hier in 30 Sekunden ist Smoke ready. Also, und da sieht man auch schon die Torpedos. Die gehen jetzt sehr schön früh auf. Sehr schön. Jetzt konnte hier die Colorado klar machen und die Torpedos hat er dank der Mars sehr früh gesehen. Ganz, ganz, ganz gut gemacht. Sehr schönes Teamplay. So muss das sein. Und so wird es auch am Ende. Das ist der kleine, aber feine Unterschied, den Sieg ausmachen kann. Weil wenn er jetzt hier in die Torps reingefahren wäre, wäre das Game wieder deutlich zugunsten, beziehungsweise zumindest mal ausgeglichen für das gegnerische Team. So liegen sie aber immer noch eben noch ein Schiff vorne. Und jetzt wiederum kann er dann alles klar machen, weil Leander auf die 3 Kilometer, da kann es mal richtig rumsen. Und genauso ist es auch. Da die Zitadelle den vernichtenden Schlag und da auch die sehr verdiente Krake. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Und jetzt die Hatsuharu. Da kommen auch schon seine Sekundären, aber wir sehen die Hatsuharu, die steht. Auch da Hatsuharu wird er jetzt eingedeckt und die Mars smoked ihn hier, dass er hier safe ist. Sehr schön seine Sekundären schießen. Er, glaube ich, wird wahrscheinlich die Hatsuharu sein lassen und sich gleich mal die Hiryu gönnen. Und genauso ist es, weil die Mars einfach eh schon die Hatsuharu schon mal down gefokust hat. Jetzt geht's rund. Hiryu, 12 Kilometer, gute Distanz. Jetzt stehen auch die Mars im Cap und auch er fährt rein. Die Granaten schauen gut aus, aber wie es immer so ist, schauen erstmal gut aus, aber sind dann doch nicht so hübsch. So, jetzt steht er im Cap. Natürlich, auch damit können sie jetzt den Gegner unter Druck setzen, wobei mittlerweile liegen sie jetzt mit komfortablen 3 Schiffen da in Führung. Jetzt kann er sich vielleicht aber noch ein bisschen Damage bei der Hatsuharu, bei der Hiryu gönnen. Aber wir sehen, die Hiryu, die ist auch schon ganz schön fix. Also die muss man erstmal treffen. Und hier haben wir eine Zitadelle jetzt wieder mal gesehen. Damit auch das Großkaliber sich gesichert. Und vielleicht die Granaten jetzt dafür da, um, genau so ist es, die Zerstörung einzuleiten. Sehr gut. Damit macht er jetzt sogar schon seinen 6. Kill klar. Zwischenzeitlich habe ich gesagt, selbst der 5. wird eng. Aber so muss es sein, damit auch sein 6. Kill wäre der Krieger bei World of Tanks. Die Tierpilz, das könnte sogar Kill Nummer 7 werden. Aber in dem Fall, der ist dann doch leider vielleicht ein bisschen zu viel. So, die Runde ist gleich zu Ende. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass ihr
zugesehen habt. Wir sehen, der Cap ist sozusagen gleich eingenommen. Es war eine sehr schöne Runde mit reichlich Schaden und der Krake, die immer besonders schön ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.